Die Flüsterschätzung vor den heutigen Inflationsdaten aus den USA war so, dass man gesagt hat, das dürfte, das könnte diesmal sogar negativ werden. Gemeint ist die Inflation zum Vormonat. Man hat also spekuliert, ja, da wird dieser Inflationsdruck im Vergleich zum Vormonat praktisch nicht mehr gegeben sein. Warum? Weil vor allem die Spritpreise in den USA im Gefolge des gefallenen Ölpreises deutlich runtergekommen waren. Aber es ist anders gekommen und da sind ein paar Kategorien in diesen heutigen Inflationsdaten, die darauf hindeuten und die FED sehr genau beachtet, dass die US-Notenbank so schnell die Zinsen wird nicht senken können. Darauf aber basiert ja letztendlich diese Rallye an den Aktienmärkten, nämlich die FED wird bald die Zinsen senken, gleichzeitig aber die Wirtschaft eine butterweiche Landung hinlegen, also beste aller Welten, und das passt irgendwie nicht zusammen. Schauen wir uns die ganze Gemengelage mal an. Wir haben also leicht höhere Inflation zum Vormonat mit plus 0,1%, erwartet war unverändert 0,0, also in allen Kategorien 3,1% zum Vorjahresmonat und Kernrate plus 0,3 und plus 4,0 kamen wir rein wie erwartet. Aber das war fast schon eine Abweichung nach oben, weil, wie gesagt, die Flüsterschätzung eigentlich nach unten gerichtet war. Schauen wir uns mal die Prognosen der verschiedenen US-Banken an. Und da waren viele, die gesagt haben, naja, das könnte so 0,0 sein. Andere waren mit 0,1 dabei. Also mehr oder weniger leicht nach oben abweichend. Die anderen Zahlen sind weitgehend so eingetroffen, wie die Banken das auch erwartet haben. Dementsprechend ja auch jetzt nicht die ganz, ganz große Reaktion an den Märkten. Hier sehen wir nochmal die Kerninflation. Wir sehen aber, dass dieses Disinflationäre aus dem Sommer diesen Jahres so ein bisschen weg ist und wir seitdem wieder so einen Anstieg, einen relativ konstanten Anstieg haben. 0,3% ist ja schon ein Schnaps aus der Flasche, was die Kerninflation betrifft. Hier sehen wir mal oben eben die normale Inflation, also Headline Inflation mit Energie und mit Nahrungsmitteln. Hier sehen wir, dass eben die Dinge sich über der 3%-Marke stabilisieren. Kein ganz großer Druck nach oben, aber eben auch nicht nach unten. Und ganz links sehen wir diese 6,5%. Das ist der Wert aus dem Dezember 2022. Das ist also die Messlatte, die jetzt bei den nächsten Inflationsdaten dann relevant sein wird, was die Vorjahresmonatberechnung angeht. Wir hatten ja noch im November 2022 7,1%. Dann geht es jetzt runter auf 6,5%. Also die Latte liegt jetzt langsam tiefer, sodass dann eben die Zahlen zu den Vorjahresmonaten wohl nochmal nach oben gehen dürfte. Die Inflation hat sich abgeschwächt, ohne dass die Arbeitslosigkeit deutlich gestiegen ist. Wir haben aber am Freitag bei den US-Arbeitsmarktdaten gesehen, nur noch 3,7% Arbeitslosigkeit. Und zählt man mal alles zusammen. Also das, was die FED, für die FED relevant ist, nämlich Arbeitsmarkt und Preisstabilität, das sind ja die beiden Mandate der US-Notenbank, dann kommt man zu dem Schluss, dass die FED doch relativ weit entfernt ist von einer Zinssenkung, wenn da nicht irgendwie ganz Erstaunliches passiert. Und morgen ist ja die FED-Sitzung, hier sehen wir nochmal, Energie ist vor allem das, was hier nach unten getrieben hat, dagegen Core Services, also Kernrate Dienstleistungen mit 3,158% gestiegen. Also wenn die FED morgen agiert und hier dann noch was Energiepreise ausgeglichen hat, in gewisser Weise waren die Gebrauchtwagenpreise oder auch Truckpreise laut dem Bureau of Labor Statistics, also man könnte sagen, Gebrauchtwagen haben Energie kompensiert, wenn man so will. Und hier sehen wir aber nochmal etwas, was vielleicht noch relevanter ist für die FED, nämlich die sogenannte CPI Supercore. Also das ist die Inflation aus dem Dienstleistungssektor, der ja vor allem der Treiber der Inflation ist in den USA. Minus, also ohne Immobilien, ohne Housing, ohne alles, was mit Miete und so weiter zu tun hat. Hier sehen wir, dass die Geschichte relativ deutlich gestiegen ist zum Vormonat, nämlich um plus 0,44%. Und das ist, wie gesagt, diese Supercore ist etwas, worauf die FED sehr stark achtet. Deswegen auch dieser Twitter-Kommentar. Also wenn ihr glaubt, dass die Zinsen sinken, dann denkt zweimal nach. Denn Paul und andere haben immer wieder gesagt, diese Supercore, die ist für uns sehr, sehr entscheidend, weil wir sehen, A, im Dienstleistungssektor, da ist die Inflation, und Housing ist halt ein Bereich, der manchmal auch zeitverzögert reinkommt.
kommt. Also schauen wir uns das besonders an, auch wenn, wie wieder Patel hier zeigt, nur 35% aller Kategorien mehr als 0,2% zum Vormonat zugelegt haben, vor allem Güterkleidung. Essen und Energy, die Waren sogar deflationär, sind also im Preis gefallen. Aber sei es drum, es ist eben nach wie vor das Problem da und die Märkte reagieren so ein bisschen drauf, hier zumindest die Fed Swaps oder die Fed Fund Futures, und sagen, okay, ihr werdet nicht die Zinsen schon im März senken, dann verschieben wir das mal auf die Sitzung danach, nämlich die im Mai. Und ab Mai also jetzt, sagt man, dürften dann die Zinsen senken, das sind zumindest derzeit die Erwartungen der Märkte. Oder schon früher, wenn die Inflation schneller zurückgeht. Milton Friedman hat ja gesagt, Inflation ist immer ein monetäres Phänomen. Und natürlich hat diese Geldmengenausweitung, die wir in Gefolge der Zinssenkungen auf Null, der Liquiditätseinspritzungen durch die Notenbank und Notenbank Fed und andere Notenbanken gesehen haben, natürlich dazu beigetragen, dass die Inflation nach oben geschossen ist. Jetzt sehen wir, dass die Geldmenge von extrem gesteigertem Niveau wieder zurückgeht, aber es ist nach wie vor viel mehr Geld im Umlauf als vor Corona, das dürfen wir nicht vergessen. Also würde es hier nach dieser direkten Logik gehen, Inflation gegen Geldmenge M2, die Amerikaner berechnen ja keine Geldmenge M3 mehr, warum auch immer, jedenfalls dann würde die Inflation nach unten gehen. Und eins ist klar vor der morgigen Fed-Sitzung, die Erwartungen der Märkte, sie liegen sehr, sehr weit entfernt zu den Dot-Plots der Fed, also zu den Zinserwartungen der Fed-Mitglieder. Die sagen nämlich, die Inflation, die wird auch Ende, nicht die Inflation, die Zinsen, die werden auch Ende 2024 über der Marke von 5% liegen. Die Märkte gehen davon aus, dass die Zinsen dann um und bei 4% liegen werden. Also diese Differenz, die wird spannend morgen. Was wird der Jeromy sagen, der gleichzeitig Gegenwind hat, auch durch die gute Janet Yellen, die Finanzministerin, die offenkundig keine Lust hat, so hohe Zinsen zu bezahlen, wenn sie Schulden macht, Schulden für den US-Staatshaushalt macht. Yellen hat nämlich jetzt gesagt, ja, die Inflation, die geht doch Stück für Stück zurück zur 2%-Marke, das kriegen wir schon hin, und damit konterkariert sie natürlich das, was Paul versuchte und andere Fed-Mitglieder immer versuchen, den Märkten klar zu machen, nein, die Zinsen werden höher bleiben, länger hoch bleiben. Jetzt kommt Yellen und sagt, ja, Kinder, ist doch alles gut, die Inflation geht doch jetzt Stück für Stück zurück. Da macht euch mal locker. Aber ist das wirklich so? Wir sehen, dass jetzt die Lohnsteigerungen reinknallen so langsam. Wir haben heute jetzt auch gesehen aus den Daten, dass die Amerikaner Reallohnzuwächse haben, also Lohnsteigerung minus Inflation ist positiv, man behält mehr Geld in der Tasche, und heute sind die NFIB-Zahlen gekommen, also die Umfrage unter kleineren Unternehmen in den USA, und die sagen, okay, es sieht so aus, dass wir die Löhne anheben müssen, dass also unsere Kosten steigen, gleichzeitig sinken die Verkaufserwartungen der kleineren Firmen, und hier ist eben Lohnsteigerung eines der Riesenthemen, gerade im Dienstleistungssektor. Unten sehen wir diese Grafik CPI Services. Wenn man das mal 3 Monate annualisiert darstellt, dann haben wir da einen Anstieg von plus 6,1% zum Vorjahresmonat. Also die ganze Geschichte ist nicht vorbei. Wir haben nur eine Änderung eben gesehen. Jetzt früher Corona waren die Güter das Entscheidende. Es gab Güterknappheit, also sind die Preise für Güter gestiegen. Dann sind die ganzen Lieferketten wieder einigermaßen hergestellt. Also fallen die Preise für Güter, aber nicht für Dienstleistungen. Die steigen immer weiter. Da ist der Druck, da ist vor allem auch der Lohndruck bei den Beschäftigten. Schauen wir uns mal an, was die Märkte draus gemacht haben. Die waren vorher in der Erwartung, dass es eine niedrige Inflationszahl gibt, noch höher gestiegen. Jetzt sehen wir, es ist so Pi mal Daumen, wenig Veränderung, die wir hier sehen. Die Dickfische aus dem Tech-Bereich sind gemischt unterwegs. Goldman Sachs hier hatte diese Erwartung hier gepostet. Alles, was bei Kerninflation unter 0,2% ist, gibt eine Rallye. Alles, was so bei 0,3, 0,4 liegt, ist plus minus 0,3%. Das scheint so ein bisschen rausgekommen sein dabei. Und wie stark diese Flüsterschätzungen den Herdentrieb animiert haben, das sehen wir hier bei den sogenannten Zero-DTI-Optionen. Da wurden heute massenhaft im Vorfeld der Inflationszahlen Calls gekauft. Man wettete also
auf steigende Kurse beim S&P 500. Dann kam die Zahl, die ja, naja, mehr oder weniger wie erwartet, aber zum Vormonat ein Ticken höher war. Dann hat man nochmal gekauft. Wir sehen, wie diese Spitzen da reingeknallt haben. Also die sind alle all-in gegangen. Ganz so ist es nicht gekommen. Aber wir haben jetzt am Freitag ja den großen Dezemberverfall, verfallen also Futures und Optionen. Die Optionen werden immer wichtiger. Das Handelsvolumen in diesen Optionen steigt immer weiter. Und dadurch, dass alle Welt jetzt in Calls ist, mussten die Dealer, mussten die Verkäufer dieser Optionen sich absichern, sind selber mit maximalem Gamma auf der Long-Seite positioniert. Und zwar so viel wie seit Jahren nicht mehr oder noch nie, muss man sagen. Absoluter Rekord, den wir hier sehen. Das heißt, die Absicherungspositionen der Dealer ist auf absoluten Rekorden. Irgendwann aber müssen diese Absicherungen wieder glattgestellt werden. Das heißt, die Dealer würden dann als Verkäufer auftreten. Aber den Markt interessiert das noch nicht. Hier sehen wir mal den VIX bei 11,99. Das ist das erste Mal seit Januar, 22. Januar 2020, also kurz vor Corona, dass der VIX so tief steht, der minus 5% heute. Also man gibt sich Mühe, die Vola zu unterdrücken. Auf der anderen Seite sehen wir ja diese Rallye, aber Sie gucken sich mal an, das was Sie hier sehen, ist die Advanced Decline Linie. Also praktisch, wie viele Aktien steigen, minus wie viele Aktien fallen. Und das ist negativ. Das heißt, wir haben in diese Rallye hinein mehr Aktien, die fallen, als Aktien, die steigen. Das ist schon eine sehr bedenkliche Geschichte, was die Gesundheit dieses Marktes betrifft. Gesund ist vor allem Ford, die allerdings jetzt gesagt haben, wir werden jetzt für unseren Elektronik-Truck, für den F-150 Lightning Plug-in-Pickup-Truck, also Plug-in-Modell, werden wir unsere Produktionsziele um 50% kürzen, weil die Nachfrage nicht wirklich da ist. Jetzt heute eine neue Studie rausgekommen, die zeigte, dass sich Elektrofahrzeuge ab 90.000 Euro überhaupt lohnen in Sachen Umweltverträglichkeit, eben weil bei Batterieherstellung doch sehr viel Emissionen passieren und dann vor allem, wenn das mit dem üblichen Energiemix ist, also auch mit Kohlestrom, wir heizen ja derzeit oder wir gewinnen ja sehr viel Energie derzeit aus Kohle. Dagegen andere Meldung heute von uns, Autoverbrenneranteil fällt in der EU unter 50%. Aber nach wie vor noch auf vergleichsweise moderatem Niveau. Was sagen Experten dazu? Was ist davon zu halten? Wie wird die Fed auf diese Geschichte reagieren? Das ist spannend. Wie sind die Einschätzungen in Sachen Fed? Denn das ist ja das, was bei der Inflation die Märkte wirklich interessiert. Gibt es neue Drogen oder gibt es nicht neue Drogen? Ergo Liquidität, erste Empfehlung. Und die zweite Empfehlung, die Rallye im Euro Stoxx 50 ist so überhitzt wie im Jahr 1999 nicht mehr. Und das gilt auch ähnlich auch für den DAX, der heute so eine kleine Verschnaufpause gemacht hat. Also da ist schon immens viel Positives eingepreist. Wird alles gut gehen, hat immer gut gegangen. Dementsprechend jeder doch diesmal gut, da sind wir uns sicher. Also diese beiden Empfehlungen, meine Damen und Herren, zum Abschluss. Und jetzt wünsche ich einen schönen Feierabend. Servus, ciao.